Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nuclear Throne. Wir spielen heute als YV, aber auch nur, weil ich da beim So-Spielen den Golden Crossbow freigeschaltet habe und das einfach zu viel Spaß macht. Springen wir rein. Schauen wir mal, was wir so finden, so rausfinden. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal keine Crown drin, sonst habe ich ja gerne mal die Rush Crown an. Ja. Slugger brauchen wir nicht, weil wir schließlich unseren geliebten Golden Crossbow wrecked. Und natürlich als YV haben wir auch noch meine Lieblingstaste. Schnapp was auf Scarier Face für weniger gegnerisches Leben. Au. Pisser. Jetzt sieht die ganze Sache schon wieder viel besser aus. 1, 2, 3. Ja, dann kennen wir ihn und ihn. Jetzt wollen wir hier rüber. Zack. Okay, Portal ist offen. Haben wir noch irgendwas nicht geöffnet? Waffentruhe, Screwdriver. Um ehrlich zu sein, nicht mega dran interessiert. Ich glaube, ich bleibe eher bei der Wrench. Okay, klopp, klopp, klopp. Okay, ihr merkt, ich bin heute ein bisschen aufgewärmt schon. Immer diese Sluggers überall. Ja, das war jetzt sehr souverän, das müsst ihr zugeben. Die habe ich alle berührt. Hier ist alles eingesammelt. Weiter geht's. Um ganz ehrlich zu sein, hier werde ich patiencen. Und dann ist es an der Zeit, ein paar Ratten zu töten. Sofern die dann auch Tatsache sterben, das wäre sehr wünschenswert. Ja, okay, die sind alle tot. Ich habe noch gecheckt, ob ich hier oben rechts noch was übersehen hatte, aber nee. Dann ist hier schon mal alles dezimiert. Wo kommst du her? Keine Ahnung, auf jeden Fall bist du tot. Okay, mir fehlt hier noch so eine Ratte. Die ist da hochgelaufen. Splintergun. Wäre auf jeden Fall gut, dass wir nur Crossbow-Muni bekommen. Aber, naja. So, was kriegen wir angeboten? Backmuscle, Bloodlust. Ich hätte gerne Backmuscle, aber Bloodlust wäre, glaube ich, jetzt besser. Und Rabbit Paw. Gut, dann hätte ich jetzt auch eigentlich einfach Backmuscle nehmen können. Naja, the more you know. Dann kriegen wir mal schnell die Ball Guys. Ups. Gut. Dann gehen wir mal schnell hier rüber. Au. Dann auch dich. Und dich, wenn du da gerade so adrett vor mir landest. Und dann sind wir ja auch schon wieder fertig. Ich hätte gerne meinen Bolton Marrow, wenn möglich. Okay. Das war kein guter Landeplatz. Verdammt! Kein guter Landeplatz. Schade, das lief so gut. Naja, machen wir das nochmal. Da hatte ich eben einfach nicht weit genug gedacht mit dem. Komm, wir schlagen mal den Scharfschützen. Okay. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine andere Waffe. Ob es der Screwdriver bleibt, ist die Frage. Aber wir werden es ja gleich rausfinden. Ich meine, natürlich, wir können auch ganz locker und easy mit dem Screwdriver unseren Big Bandit töten. Die Frage ist halt nur, ob wir das wirklich durchziehen wollen. Ich vermisse hier irgendwie die Red Container.
Sehe ich einfach nur keine oder gibt es keine? Es scheint keine zu geben. Oder ich bin halt radikal einfach zu blind. Eagle Eyes als Vorsorge. Dann machen wir mal schnell hier ein bisschen Zeug ein. Okay. Das war dann hier unser Freund, der Big Bandit. Machine Gun. Mit Eagle Eyes, klar, warum nicht? Angenehm akkurat. Da war dann auch mal ein Red Canister. Und hier unten wird noch was leben. Hier unten lebt sogar noch einiges. Cool. Und yeah, Bolt Marrow. So gefällt mir das. Jetzt einfach nur mal ein bisschen in die Richtung zielen. Das ist alles hier nur noch eine Frage von Timing. Dang it! So viel zum Thema Timing. Und es wäre auf jeden Fall schon mal sehr von Vorteil, wenn ich die Gegner überhaupt treffen würde. Ja, und so und so. Der da war der letzte. Und wir haben ein First Level Level Up. Das ist doch schon mal sehr zufriedenstellend. Schnappen wir uns hier Patience. Suchen wir uns nächstes Level nochmal eine Mutation aus. Au. Okay, hier drüben hatte ich einen gekillt. Sehr zielsicher, die Keilchen. Slugger ist eine blöde Idee. Mehr Bolts. Der, der und der. Shotgun. Ist nicht hoch genug Feuerrate. Deutsch. Do you even Deutsch? Nicht schnell genug beim Schießen. Also schnappen wir uns Rabbit Paw. Scary Face wäre mir zwar lieber, aber Rabbit Paw wegen den HP Drops. What? Gott, die Bandits gehen aber auch ab wie Schnitzel heute. Da hatte ich vorhin schon so eine Runde, die ich zum Aufwärmen gespielt habe. Die war relativ haarig. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach die Shotgun. Nudeln wir die alle um. Ja. Und so. Leider wieder kein First Level Level Up, aber hey. Damit kommen wir klar. Schnell so. Das gefällt mir, Assault Rifle. Schön. Ah, da bin ich sehr zielstrebig reingelaufen. Das ist noch mein Screwdriver und ich muss, glaube ich, ganz kurz niesen. Moment. Oder auch nicht. Der stellt sich jetzt quer. Das nervt gerade so minimal. Schnappen wir uns das. Weiter geht's. Back Muscle erhöht das Ammo Max. Ja. Haben wir unseren Big Bandit. Und ich bin natürlich wieder genau reingelaufen. Ach, fick dich doch. Naja. Machen wir das. Das. Und das. Die zwei. Shotgun. Ja. Schon viel besser gelaufen gerade der Anfang. Open Mind könnte ganz cool sein für extra Truhen, aber Back Muscle erhöht das Ammo Max. Ist eigentlich immer eine der besten Wahlen.
Shotgun. Solange es kein Pop Rifle ist, sehr gerne. Oh, das waren dann dort alle. Und Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Big Bandit. Okay, so. Wir leben wieder. Halbwegs. Das wurde gerade ziemlich haarig. Aber das ist ein klasse Level, was XP angeht. Muss ich ja mal zugeben. So. Level 4. Mutations. Da haben wir doch unser Open Mind. Okay. Suez. Hey. Waffe Splintergun. Ist ganz praktisch mit dem Spread. Gehen wir einmal ganz kurz hier durch. Ja, jetzt lebt noch ein Gegner. Der müsste hier oben rumdümpeln. Jo. Okay. Zack, und weiter in die Pizzasource. Da ist Bolt Marrow. Sehr gut. Lass mal schön die Pizzastapel zerstören. Da ist Pizza. Da ist Max HP. So, ich habe jetzt nur leider die Waffe nicht gesehen. Schade. Hätte mich sehr interessiert. Bouncer SMG. Eigentlich eine sehr unterhaltsame Waffe. Aber ich glaube, mit der Splinter fahre ich hier dann doch sicherer. Wie man, glaube ich, ganz gut sieht. Crossbow, Sticky Launcher. Oh, zerstören wir mal das Ding da. Und ab geht die wilde Fahrt. Hi ho. Okay, das war jetzt gerade extrem hektisch, aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Tja, was du kannst, kann ich auch mit dem aus der Ferne snipen, Bruder. Ballguy platt machen, einmal schnell hier raus, hier runter. Irgendwo hier müsste noch ein Raven sein mit einem Stachel drin, sehr drollig. Das war das Pop Rifle. Letztes Red. In Vorbereitung auf eine nette Mini-Waffe schnappen wir uns einfach mal Long Arms. Ja. Ja, okay. Heavy Launcher? Heavy Grenade Launcher, ja. Rums. Nope. Das sah aus wie ein Heavy Crossbow. Das sah aus wie ein Heavy Crossbow. Den hätte ich gerne. Ah, Heavy Crossbow. Ich habe richtig gesehen. Dann killen wir dich. Und die, sofern ich treffe. Laser Rifle kann man auch mal aufheben. Oder zumindest berühren. Okay, das war auch gerade schon wieder ein bisschen zu hektisch für meinen Geschmack. Aber es ging. Das hört sich an wie ein Mimic. Und siehe da, es ist ein Mimic.
Tada, Bolts. Sehr gut. Jetzt. Oh Gott, Triggerfingers wäre jetzt richtig gut. Wisst ihr, was wir machen da? Triggerfingers, ahoi. Ich schieße natürlich erstmal prompt mit der falschen Waffe. Ich Genie. Gut. Noch ein Crossbow. Ah. Heavy Crossbow, please. Dankeschön. Ihn. Und ihn. Und jetzt müsste da unten noch irgendwas leben. Erstmal Crossbow-Munition. Ups. Und so. Geht doch. Okay, jetzt wäre ich wahrscheinlich sogar mit Last Wish einverstanden und das Last Wish. Aber wir nehmen Scarier Face. Okay, entschuldigt, wenn ich gerade ruhig bin. Das hier erfordert gerade eine riesige Menge an Konzentration. Shit. Okay, okay. Shit, woran bin ich gestorben? Nein, ich hab's nicht gesehen. Wow. Auf jeden Fall bin ich bei irgendwas in der Explosion gelandet. Schade. Naja. Versuchen wir das Ganze doch nochmal. Jetzt fühle ich mich gerade schon wieder so langsam. Ja. Die Laserpistole wollte ich eigentlich auch aufheben. Haben wir schon wieder keinen Red Canister? Scheint fast so. Ah, wie enttäuschend. Das war ein ziemlich bescheidenes erstes Level. Hm. Na gut. Gucken wir einfach mal, was der Rest von dem Spiel jetzt so mit sich bringt. Okay. Waffentruhe, Slugger. Nope. Dann bleiben wir bei der Laserpistole. Da waren wir schon. Hier geht's jetzt weiter. Zack und tada. Level 3. Unsere erste Mutation. Und sie sind alle nicht so mega. Schnappen wir uns halt Second Stomach. Ja. Ja. Das ging jetzt relativ zügig. Ja. Die Sledgehammer ist von meiner Warte aus sogar noch absolut bevorzugt. Finde ich gut. Ich mag den Sledgehammer sehr. Wo auch immer jetzt das Portal aufgegangen ist. Ich glaube, irgendwo da oben rechts. Ja. Weiß der Teufel warum. Schnappen wir uns auf Scarier Face. Und jetzt hauen wir hier so richtig den Damage raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Es reicht zwar noch nicht, um die grünen Monsterratten zu one-hitten. Aber es ist schon nicht schlecht. Okay, da ist wieder ein Level-Up. Da oben ist ein Assassin, den wir noch töten müssen. Ist hier unten noch irgendwas unterwegs gerade? Sollten wir nochmal sicherstellen, dass wir jetzt hier nichts übersehen. Sieht gut aus. Okay. Und so. Cool. Da wäre Eagle Eyes, Back Muscle, Bloodlust. Wir nehmen Bloodlust. Weil mir der Heal dann doch relativ wichtig ist. Noch ein Assassin.
Okay, volles Leben. Und eine Ranch. Ich bleib bei meinem Sledgehammer. So. Das Vorlevel zu Big Dog. Das war gerade sehr haarig. Nope. Und das war dann richtig scheiß gelaufen. Na gut. Dann war es das aber auch schon wieder für heute. Und dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ihr denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten halt's Maul, Assassin. Hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.